Hier ist das Wisport-Quiz, live von der Bühne des Sendezentrums auf dem 33. Chaos Communication Congress in Hamburg. Und das hier sind eure Gastgeber, die Wissenschaftspodcaster Daniel Messner von der Uni Hamburg. Martin Rützler von der Uni Wittenherdecke. Und Nicolas Wörl von der Uni Duisburg-Essen. Ja, vielen Dank. Ich finde es ja ein bisschen eine Zumutung, nach so einer Stimme auf die Bühne zu kommen. Ich weiß nicht, die wenigsten wissen es. Ich habe mal so ein CD-Projekt gehabt. Da habe ich auch im... Bitte? Ah, hier, der Mann. Er schreit, ist gut, die CD. Da habe ich auch im Background gesungen und das war vielleicht der Grund, warum die nicht so erfolgreich war. Aber heute geht es um was anderes. Wir würden gerne über Wissenschaftspodcasts mit ihm reden. Ich klinge so ein bisschen wie die Typen, die an der Tür schellen und sagen, wir würden gerne mit ihnen über Religion sprechen. Es geht ums andere, also um die Wissenschaft. Wir haben nämlich vor einigen... Wie lange ist es her? Vor einem Jahr oder so? Oder ein bisschen länger, anderthalb Jahre, haben wir uns überlegt, dass wir gerne eine Webseite aufsetzen wollen, wo wir Wissenschaftspodcasts vorstellen. Und das ist eben diese Wispod-Seite. Und die würden wir euch gerne vorstellen. Und weil das jetzt schon alles super spannend klingt, haben wir uns gedacht, machen wir das in Form eines Quizzes. Also wir stellen euch ein paar Ausschnitte vor und ihr ratet bitte. Super, jetzt gehen gleich die Hälfte. Ihr ratet bitte freiwillig natürlich, um welches Thema es in diesen Ausschnitten geht. Aber zunächst wollen wir die Wispod-Seite vorstellen. Wir sind eine Redaktion aus sieben Wissenschaftspodcastern aus sehr unterschiedlichen Bereichen. Also zum Teil von der Uni. Ich habe gerade festgestellt, wir kommen alle irgendwie von der Uni, aber wir haben auch, wie sage ich denn das jetzt positiv, Amateure, wollte ich sagen, Laien, Wissenschaftsleien. Nicht institutionell gebundene Podcaster. Das, was der sagt. Ja. Die wahnsinnig schöne Projekte machen, wo sie Wissen vermitteln. Das geht tatsächlich vom Bienen-Podcast bis zwei so Typen, die Experimente versuchen im Podcast, die meistens nicht funktionieren. Und dann haben wir ein Mörderangebot. Sind das alle, die bei uns gelistet sind? Ja, das sind alle knapp 40 Podcasts. Super. Da sind halt ausgefallene Sachen bei, wie zum Beispiel, oder Podcasts, die tatsächlich von der Universität gesponsert werden, wie Zeit für Wissenschaft von Melanie Bartos. Da sind sehr skurrile Dinge drauf, wie Mathematik-Podcast von meinem Freund Sebastian, Modellansatz. Ihr werdet die ganzen Sachen jetzt gleich kennenlernen, glaube ich. Haben wir noch irgendwas zu sagen? Warum haben wir das aufgezogen, Martin? Ja, ganz genau. Warum haben wir das aufgezogen und wie kommt diese Liste eigentlich zustande? Also warum sind genau diese 40 und keine 50 oder 60 oder nur 20? Da steckt halt diese Redaktion dahinter. Wir haben das damals angefangen, als wir uns mal getroffen haben. Und das ist eine Tradition seit 3 Jahren, dass sich diese Wissenschaftspodcasterinnen und Podcaster einmal im Jahr treffen. Zuletzt in Stuttgart bei Omega Tau Podcast. Und aus der Grunde ist einfach hervorgegangen die Idee, man müsste da mal so ein bisschen was bündeln, sodass man wie heute auch mal was zeigen kann. Und das ist eine mehr oder weniger willkürlich ausgewählte Liste. Also das ist jetzt nicht die einzige und die beste und die ultimative. Und wenn man das hört, ist Deutschland Wissenschaftspodcast erschlagen. Das ist es nicht. Das sind einfach die Dinge, die entweder wir selber produzieren, die da in der Redaktion sind oder bei dem Treffen dabei gewesen sind, oder Freunde, befreundete Podcast-Angebote, wo die ein Interesse daran haben, auch sich mit diese Plattform zu benutzen und wo dann die Redaktion gesagt hat, das passt dazu, das nehmen wir dazu, wobei die Redaktion sich auch nicht immer ganz einig ist. Also manches wird auch hin und her diskutiert. Das ist nicht eine gerade und klare Linie, so wie Wissenschaft eben ist. Es ist so. Und vor allem ist es natürlich auch eine dynamische Liste, ne? Die wächst. Also wenn ihr jetzt ein Angebot habt, wo ihr sagt, das würde eigentlich ganz gut zupassen, sprecht uns an, dann diskutieren wir das und sagen euch dann nein.
Nein, Quatsch. Also, wenn es passt irgendwie, wenn ihr ein paar Podcasts draußen habt und das passt von der Qualität, dann freuen wir uns, wenn wir euch dazu nehmen können. Genau, die Liste ist inzwischen auch gewachsen. Also, da sind tatsächlich auch so Leute dann dazu gekommen. Genau. Sollen wir mal eben was reinhören? Ja, würde ich sagen. Fangen wir mal an. Also, jetzt kommen Ausschnitte aus den Podcasts. Kurze Ausschnitte, so 20 bis 30 Sekunden. Und eure Aufgabe wäre es, zu erraten, über welches Thema hier gesprochen wurde. Wir starten mit was ganz Einfachem. Im Moment ist es wirklich nur eine Spalte, die sich öffnet, also so ein paar Spalten in einer Reihe liegend, und aus denen schießt Lava in hohem Bogen wie so ein Springbrunnen aus der Erde raus. Das war es schon. Möchte einer, das war schon gar nicht so schlecht hier. Möchten Sie sich melden? Ja, gerne. Hallo, Vulkanismus auf Io oder Europa? Sollen wir mal gucken? Wir lösen mal auf. Es wären isländische Vulkane gewesen. Aber sehr, sehr gut. Nah dran. Das hätte man natürlich leicht an dem Gesang merken können. Der war nämlich isländisch. Da oben, da steht übrigens ein Stern. Es war wirklich die leichteste Kategorie. Ab jetzt geht's aufwärts. Da kann ich den großartigen Satz mal sagen. Leute, ist auch für mich die sechste Stunde. Ein bisschen... Okay, das war nur ein Test, oder? Das war nur ein Test, ja. Ich würde sagen, jetzt fangen wir mal richtig an. Halt. Mitarbeit soll belohnt werden. Wir sind ja nicht an der Uni hier. Okay, aber falsche Antworten sollten auch bestraft werden, oder? Nein, in dem Fall nicht. Und was haben wir uns an Präsent gedacht? Hm? Den Motor der Wissenschaft. Kennt jemand den Motor der Wissenschaft? Siehst du, ich wusste, es funktioniert. Ich wusste es. So, und da es jetzt ein bisschen schwierig ist, hier tassenweise Kaffee auszuschenken, also, und das selber machen im Vordergrund steht. Nüsslicher Kaffee und ein Aufkleber, der hier eh schon rumliegt. Ihr seht, ja, gut. Wir geben alles. Ja, für mich auch irgendwie ein Karriereknick. Ne? Ich laufe mit so einer Plastiktüte hier rum und verteile löslichen Kaffee. Ja, ja, wir hatten ja den Jutebeutel der Uni Duisburg, aber der ist ja nicht politisch korrekt. Der nächste Schritt ist Einweihung von Kaufhäusern oder so, oder Autohäusern. Kommt das noch nach? Bevor du dich hier über Kopf und Kragen redest, ein bisschen was Schwereres von The Random Scientists. Wir hören mal rein. Oh, das habe ich mal gelernt. Ja, dann jetzt. Es kam mal in der Vorlesung vor. Naja, was sollte er sein? Also er sollte halt einfach zu halten sein. Das heißt, ich kann jetzt, also eine Kuh ist jetzt eher eine schlechte Idee, weil die braucht halt viel Platz. Also einfach zu halten, schnelle Generationszeit. Das heißt, ich kann den relativ einfach vervielfältigen, weil sich schnell was wäre jetzt für dich so eine günstige Generationszeit? Also ich meine, der Mensch hat jetzt 30 Jahre, das ist jetzt eher ungünstig. Ja, genau. Aber jetzt zum Beispiel, jetzt kommt dann auch wieder drauf an. So, das war's schon. Gott sei Dank, hätte ich nicht gedacht. Modellorganismus? Sehr stark. Wow. Sehr stark. Super. Lass mich raten, du machst den Random Scientist. super, okay. Herzlichen Glückwunsch. Okay, den nächsten. Es gibt ja in Regensburg die Herberge zum Goldenen Kreuz. Und an dieser Herberge zum Goldenen Kreuz am Heidplatz ist ein Spruch angebracht. In diesem Haus von alter Art hat oft geruht nach langer Fahrt Herr Kaiser Karl der Fünft genannt, in aller Welt gar wohl bekannt. Der hat auch hier zu guter Stund geküsset einer Jungfrau Mund. Dann draus erwuchs dem Vater gleich, der bei Lepanto in der Schlacht vernichtet hat der Türken Macht. Der Herr vergelt's ihm alle Zeit, so jetzt wie auch in Ewigkeit. Pff,
So, das ist eher was für Geschichtsinteressierte. Ja. Das ist eher was für 4 Sterne. Ich hätte auch gesagt, Camp, Thema verfehlt, würde ich sagen, aber du weißt das. Ich würde tippen von Kindern und Kegeln. Wow, das ist die richtige Folge, wirklich, ja? Wow. Oh. Also. Ich weiß nicht. Okay, das oder also ich meine, das ist der Beweis, man lernt von Podcasts, oder? Also mehr. Wie alt bist du? 11 Jahre. Okay, der Mann hat eine große Zukunft vor sich, deswegen kriegst du jetzt 2 Tüten Kaffee von mir. Und eine Cola. Da freut der Papa sich. Weißt du zufällig auch noch, um welche Person es da geht? Okay, weiß er nicht. Aber du, das ist der Podcast von Daniel. Also von daher, wir klären auf. Genau, das war Don Juan de Austria. Aber die Folge war richtig erraten. Sensationell. Okay, 4 Minus, aber... Nein, Quatsch. Super. Also, Respekt. Ja, machen wir noch. Oh, machen wir noch was Langweiliges. Nehmen wir mal nicht. Kennt das jemand? Okay, was Leichtes von Methodisch Inkorrekt, das wundert mich jetzt nicht. Bestimmt ein Thema vom Reinhard. Natürlich nicht. Ich gucke das halt immer nur. Nein, ich gucke keine Pornos. Hängen geblieben. Nein, ich gucke es wirklich nicht, aber er wird halt immer von ihm moderiert und er ist eine Granate. Ich musste da was einspielen, weil das so lustig ist, wie ich finde. Du musst dir anhören, wie er das kommentiert, also mit welcher Ernsthaftigkeit. Ich mach das. Das ist auch ernst. Hallo, das ist eine olympische Disziplin. Und die Frage ist, ob es jetzt das Allerbeste gleich zu sehen gibt. Isabel Wirth und Satchmo, der Hannoveraner von Sao Paulo, 14. Genießen, Freunde. Oh, schon zu Ende. Achso, ich dachte, weil es gab schon so viele Meldungen. Nein. Oh, das Gute kam noch. Kannst du das nochmal weiterlaufen? Ja, klar. Die Anmut kommt noch. Und okay, du guckst das also schon länger. Nein, ich gucke da natürlich nur auch, nicht. Ich gucke das halt immer nur. Nein, ich gucke keine Pornos. Hängen geblieben. Nein, ich guck's wirklich nicht, aber er wird halt immer von ihm moderiert und er ist eine Granate. Ich musste da was einspielen, weil das so lustig ist, wie ich finde. Du musst dir anhören, wie er das kommentiert, also mit welcher Ernsthaftigkeit. Ich mach das ist auch ernst. Hallo, das ist eine olympische Disziplin. Und die Frage ist, ob es jetzt das Allerbeste gleich zu sehen gibt. Isabel Wirth und Satchmo, der Hannoveraner von Sao Paulo, 14 Hannoveraner Jahre alt ist er. Schön galoppiert er versammelt auf die Mittellinie. Und jetzt steht er dort wie eine 1. Und gleich lostraben. Und jetzt wird vielleicht schon mal einmal der erste kraftvolle, starke Trab marschieren. Jawohl, durch die Diagonale geht es los. Kraftvoll, temperamentvoll, wie die Hufe von Satchmo intakt auf dem Boden hier trommeln. In einer ihm angepaarten Eleganz den Sand zugleich doch nur sanft streicheln zu wollen. Dabei, da muss man auch mal die 9 ziehen, Freunde. So, ich glaube mal die 90. Ja. Ich glaube. Die Traversale, das ist ja eine perfekte Inszenierung von Balance, Raumgriff, Losgelassenheit. Das ist ja ein vierbeiniges Kunstwerk. Hier. Ja, ich bin ein bisschen geil geworden, muss ich sagen. Immer wieder. Ja, wer möchte denn lösen? Die vorne war. Okay. Muss ich einmal hier. Dressurreiten. Absolut, Dressurreiten. Und wer sich jetzt wundert, warum beim Wissenschaftspodcast von 2 Physikern von einer Universität von Dressurreiten die Rede ist, der sieht, die Bandbreite ist verdammt groß. Ja, bisschen ins Pornografische. Ja, ein bisschen, aber nur ein bisschen. Okay, ich würde sagen, es wird Zeit, ne, für unseren ersten Gast. Wir wollten nämlich nicht nur Fragen stellen, sondern wir wollten euch auch ein bisschen Inhalt liefern. Deswegen... Wollen wir ihn quälen oder muss... Okay. Ein bisschen, ja. Ja, ich würde sagen, wir quälen ihn. André. André ist unser erster Gast und er muss die nächste Frage beantworten. Ach, jetzt sind ja nur 3 Sterne. Ja.
Erbgeholics. Schon mal gut los. Nach dem Vortrag musst du mir beantworten, warum, wenn man einen Ölfilm so auf dem Wasser sieht, der so da drauf rumschwimmt, schimmert der oft so regenbogenfarbig oder auch Seifenblasen. Die Frage ist, warum? Tja, die Frage ist, warum? Interferenz? Wow! Er hat sich qualifiziert für die Bühne. André, sei so gut. Hey. Komm an meine Seite. Du kommst hier auch so. Genau. Komm, wir setzen uns. Wir machen es uns gemütlich. Du hast auf deiner Brust ein Wort stehen. Vielleicht zeigst du das nochmal. Da steht Wissen Schuftler. Die Frage ist jetzt, ist er ein Schuft oder schuftet er? Was mag das? Beides. Ach, beides? Ja. Du bist ein Schuft. Warum bist du ein Wissenschaftsschuft? Ich spreche einfach so über Wissenschaft und das, was wir in den Laboren an der Forschungsgrenze treiben, ohne dass mir das jemand erlaubt hätte. Wie? Naja, also ich bin halt Wissenschaftler und quatsch darüber, aber nicht jeder findet, dass das vielleicht eine gute Idee ist. Hm. Okay, also du bist ja sowieso hier eigentlich so ein bisschen der exotische Vogel, denn du bist gar kein Podcaster. Ja, ich weiß auch gar nicht, was ich hier mache. Ja, also du kannst uns helfen, so ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu gucken. Eigentlich, also es gibt ja diese Legende, Podcast ist entstanden aus den Blogs. Und dann gab es, also erst gab es nur Text, dann gab es das Audio und dann gab es das Video, YouTube und so weiter. Also diese Eskalationsstufe. Und du hast angefangen oder du machst einen Blog, das Textliche. Ja. Und dann hast du gleich eine Stufe übersprungen. Das nennt man, egal. Und jetzt machst du Videos beispielsweise. Ich habe mal ein paar Videos gemacht, ja. Das war eher so, kann ich das wohl auch? Und hast du es gekonnt? Ging, ja. Ja? Ja. Hat Spaß gemacht. Das war für die lange Nacht der Wissenschaft in Berlin und Potsdam. Da hast du dich ganz alleine irgendwo in Gärten gestellt und physikalische... Das war mein Innenhof. Also ich bin da jetzt nicht irgendwie in Innenhöfe reingebrochen. Aber das, du hast dich tatsächlich alleine dahingestellt. Du hast die Kamera auf Stativ getan und dann davor Spökskes gemacht. Ja, ja, ja. Also, das ist extrem schwer. Und das ist dir gelungen. Reden kann ich. Eigentlich habe ich ja, ich habe ja nicht mit dem Blog angefangen, sondern okay. Ich habe mich als erstes auf eine Bühne gestellt und dann bin ich über das Schreiben vor die Kamera, ja, also weiß ich nicht. Das ist irgendwie komisch, aber war halt so. Okay, also es ist dir einfach gefallen, es ist gar nicht so schwer, wie ich gedacht habe, aber warum überhaupt? Warum machst du Wissenschaftskommunikation in dieser Form? Warum? Was treibt dich dazu? Ich glaube, solange es aus Steuerhand finanzierte Wissenschaft gibt und so wenig Wissenschaftler ihre Arbeit in die Öffentlichkeit tragen, müsste man denen die Frage stellen, warum sie nicht über Wissenschaft quatschen und nicht mir diese Frage stellen. Aber das interessiert ja vielleicht auch nicht jeden. So sollen die doch da forschen, was sie wollen. Was ja, na klar, das muss ja nicht zwangsläufig jemanden, aber wenigstens das Angebot muss da sein. Ja? Also man weiß es noch gar nicht, ob es vielleicht nicht jemanden interessiert, wenn gar keiner mal darüber redet. Also das ist irgendwie... Es muss mehr darüber gequatscht werden, was alles so passiert. Ob es jetzt Geschichtswissenschaften ist, wie das funktioniert, wie die da Forschung machen, was dabei für neue Erkenntnisse mal rauskommen, das kann genauso spannend sein wie irgendwelche Diamantschichten oder Sachen, die man unter dem Mikroskop sieht oder, ich meine, die ganze Lebenswissenschaften, was da täglich an neuen Möglichkeiten eventuell für Therapien, Medikamente oder in der Forschung an sich, was Gene und Epigenetik angeht, was da viel passiert, das muss auch mal ein bisschen übersetzt werden, weil irgendwann machen wir als Wissenschaftler in unserem kleinen Topf rum und wir kennen unsere Begriffe und kaum einer, da liegen so viele Ebenen dazwischen, dass man gar nicht mehr übereinander kriegt, selbst von irgendwelchen Journalisten nicht, wie das überhaupt auf die Welt zurückfallen wird. Und deswegen will ich auch über Wissenschaft reden. Aber es gibt auch gegenteilige Aussagen, dass Leute sagen, wenn ich mich da hinstelle und für Hans und Kranz die Wissenschaft erkläre, dann mache ich mich sozusagen, dann schade ich meiner wissenschaftlichen Reputation. Hast du nicht Angst, deiner wissenschaftlichen Reputation zu schaden damit? Wenn du dich da bei YouTube in den Innenhof stellst und irgendwelche Fakten erklärst? Wo das dann so bei YouTube war, da, an der Stelle war ich mir schon, da hatte ich schon so viele E-Mails bekommen, die mir gesagt haben, ich soll aufhören mit Wissenschaftskommunikation, da ich da so ein dickes Fell entwickelt hatte. Okay. Ich habe mit Science Slam angefangen, 2010. Und da habe ich echt einige Male, das wurde dann mit der Zeit mehr, E-Mails bekommen, wo mir Leute gesagt haben,
Hören Sie auf mit dem Scheiß und machen Sie wieder vernünftige Wissenschaft. Und da ich starrköpfig bin, habe ich weitergemacht. Und du hast sogar geschafft, in diesem Jahr zu promovieren. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Und Dankeschön. Dankeschön. Danke. Du bleibst bitte bei uns sitzen und ja, wenn ja. Wie irgendein gastreicher Gedanke kommt, dann bitte teil ihn mit uns. Oh Gott. Jetzt wird's hart. Ist das denn? 6 Sterne? Jetzt wird's echt hart. Das ist mit eines der schwersten Reizlieds. Kommt ja nicht okay, ja, ungefähr. Ich kann es ja jetzt nicht ändern, also dann Feuer ab, das Ding. Innerhalb von Stunden oder wenigen Tagen gehen die halt einfach komplett zugrunde. Das heißt, da entstehen einfach Läsionen überall auf dem Körper und Nekrosen, also absterbendes Gewebe, und dann werden die schlaff und sie verlieren ihre Arme, und diese abgetrennten Arme, die kriechen dann selbstständig über den Meeresboden. Also es sieht echt furchtbar aus. Creepy. Also dieser Piep, das war das Wort des Gesuchtes. Ja, aber doch einfach Walking Dead, oder? Abgetrennte Arme laufen auf Meeresboden. Du machst den Mund auf. Oh. Nein, die sind auf dem Meeresboden. Ich tippe mal auf Seesterne. Ah, dann war es gar nicht so schwer. Oh. Aber da gehört der halbe Kaffee mir, oder? Ist das original das Wort aus dem Podcast Seestern-Zombies? Ja. Super. Also es gibt Seestern-Zombies? Naja, die wurden so bezeichnet im Podcast. Also. Naja, was der Remford immer bei uns alles bezeichnet. Saal Security, ich werde beleidigt. Ja, hier. Der Herr Remford, bitte. Oh, das geht wirklich. Wen schmeiße ich denn da noch raus? Ich habe heute erstaunlich wenig Biergeschenk gekriegt. Das nur mal so vorweg geschickt. Naja, gut, okay. Dir wird direkt eins gereicht. Der darf bleiben. Wahnsinn. Ich habe auch relativ wenig Geldscheine geschenkt. Okay, nächster, sorry. Och, dafür nicht. So, wir hätten mal was Leichtes vom Omega-Tau-Podcast. Ach. Sehr kurz, also Konzentration. Pudel sind im Wesentlichen Familienclans, was sie ebenfalls mit ursprünglichen Menschenclans gemeinsam haben. Und innerhalb der Familie wird natürlich sehr gut kooperiert. Nicht? Also man hält zusammen. Tja, das war's schon. Einfach. Okay, da ganz hinten, super. Ui. Ich glaube, es geht um Wölfe. Boah. Jetzt sag mal. Respekt. genau, ich komme vielleicht gleich nochmal wieder. Oh, jetzt muss ich mich beeilen. Ich habe den Kaffee vergessen. Okay. Du kommst eh nochmal zu ihm. Ja, genau. So, dann mach mal was aus der Geschichte, also was zum Thema Archäologie. Manche konnten immerhin noch schreiben, sie quis quis bibit. Cetera turba est. Wenn einer trinkt, ist ihm alles andere wurscht. Oder ein anderer schreibt, seid gegrüßt, wir sind voll wie Schläuche. Was ihr habt, haben wir mit Geld gewollt. Als ihr gekommen seid, sind wir mit Geld gegangen. Tja, diese Inschriften sind wo? Ich wollte gerade sagen, von weiter hinten mal. Komm ich da? Pompeji? Wow. Boah, das sagt ja irre. Sag mal, Nikolas, sind wir zu einfach? Respekt, ja, wirklich, ne? 4 Sterne. 4 Sterne Deluxe, okay, machen wir noch weiter. Ja. Muss ja mal schwierig werden irgendwann. Ich würde es so beschreiben, dass die Verbesserung, auf die wir hinaus wollen, erstmal eine ist, die man ganz naiv betrachten kann. Also wir haben den Menschen, wie er ist, so, und der Mensch, wie er ist, der soll besser werden als das, was er im Moment ist. Da komme ich dann beispielsweise, also das, was über den Menschen hinausgeht, ja, was auch immer das dann sein wird. Und da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. So, also da komme ich in den Bereich der Nanotechnologie, der Biotechnologie, Informationstechnologie, Kognitionswissenschaften und so fort. Und natürlich auch, und darum geht es mir ganz wesentlich, um die Frage der Pädagogik. Okay, ich habe ein Wort verstanden, Nanotechnologie. Hat irgendeiner eine Idee, worum es ging?
Oh, okay. Aber hier, der Gesellschaftswissenschaftler, ein Stern hat er vergeben, ne? War einfach. Transhumanismus? Das ist richtig. Da, meine Güte. Also, ja, erstmal den Preis. Ein sehr beeindruckendes Beispiel von Intelligenz der Masse, würde ich sagen, oder? Irgendeiner weiß es. Was? Oder nicht? Habe ich einen Gag gemacht, den ich selber nicht verstanden habe? Okay. Haben wir noch? Ich würde sagen, wir machen noch ein leichtes. Das ist da, wo Wissenschaftler, die nicht größer sind als 1,60, arbeiten, richtig? Das ist so ungefähr die falscheste Vorstellung, die ich machen kann von uns. War das Absurdeste, was mir eingefallen ist jetzt gerade. Ja, was tun Sie hier? Das ist ja die erste Frage, die man dann doch stellt immer. Ja. Dein wunderbarer Job, es darf mit denen arbeiten, die als kleine Forscherinnen und Forscher auf die Welt kommen. Nämlich, es darf für Kinder arbeiten. Kinder von Naturwissenschaftlern? Nee, alle Kinder. Jedes Kind ist ein kleiner Forscher, eine kleine Forscherin. Ich weiß nichts. Haus der kleinen Forscher? Wow. Haus der kleinen Forscher, auch richtig. Super. Übrigens auch ein Podcaster, Counter-Podcast. Podcast über Astronomie oder nee, Raumfahrt, nicht Astronomie, aber hier Kaffee. Okay, haben wir noch einen für den nächsten Gast? Ja, nehmen wir einen für den nächsten Gast. Wo ist die nächste Gästin? Sieht man, ist sie weggelaufen? Kommt erst nach der Frage. Ja, stell einfach mal die Frage und dann nerven wir rum. Oh, ist was Schwieriges, ne? Und dann sieht man, dass eigentlich so, ja, vielleicht so zwei oder drei große Lagen da sind. Eigentlich sind die alle fest. Es gibt eigentlich immer so einen Wettbewerb zwischen Temperatur und zwischen Druck. Die Temperatur nimmt natürlich mit der Tiefe nicht unbedingt linear zu. Die Drücke nehmen aber im Prinzip, ja, man würde dazu sagen, hydrostatisch, also in einer linearen Form gewissermaßen zu. Okay, ich gucke nochmal, ob jemand... Hier meldet sich einer, der einen zweiten Kaffee haben will. Wollte abschenken. Ja, aber halt weiß keiner, von daher. Magma-Bildung, würde ich denken. Da hinten wäre auch einer. War es richtig oder falsch? Jein, wir würden... Dann geben wir nochmal eine andere Chance. Oh, Glück gehabt. Okay, wo? Ah, da. Ein Geothermie. Ja, das würde ich schon fast gelten lassen, ja. Frag mal den Lampe, der hat promoviert. Ich hätte jetzt Erdmantel gesagt. Ja, ist also, wir hätten einfach nur den Überbegriff gesucht, Geophysik. Ah. Ja, da war hier aber eher am nächsten dran mit Geothermie. So, jetzt nerven wir ein bisschen rum und suchen mal unsere zweite Gesprächspartnerin. Ist sie da? Uhu. Das ist jetzt so mein Champions League-Moment, ne, wo der Tor umgefallen ist. Jetzt muss ich überbrücken. Ja. Du machst das super bisher. Danke. Ja, wo? Oh. Da bist du, ja. Ach, da ist sie ja. Aber lässt dich abholen, ne? Darf ich bitten? Okay, Tine Wittler. Lobach. Wittler? Tine. So, bitteschön. Nimm Platz, Tine. Dein Logo. Ich habe doch keine Ahnung, wie viele Gäste ihr noch erwartet. Es ist doch nett, einen Tipp zu geben. Ich dränge mich doch nicht nach vorne. Wir haben nur eine Dame. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Tine, dein Logo war gerade schon zu sehen. Du machst den Kultur, unter anderem den Kulturkapital-Podcast. Und es war ein relativ schwieriges Wort zu lesen. Transhumanismus. Kannst du uns in kurzen Worten erklären, was das ist? Naja, wenn man sich halt verbessert mit technischen Möglichkeiten, dann geht es quasi über das Humane hinaus. Und das ist diese ganze Bewegung des, also Bewegung oder Technik, Forschung von Human Enhancement, also die menschliche Verbesserung. Und ich habe mich da mit jemandem aus der Pädagogik unterhalten. Und dann sollte man denken, was hat das mit Pädagogik zu tun? Aber tatsächlich, der Grundsatz der Pädagogik ist, den Menschen zu verbessern. Also Erziehung bedeutet, ich will dich irgendwie besser machen, als du eigentlich bist.
Und darum hat sich dieser Wissenschaftler mit dem Thema und setzt sich immer noch damit auseinander. Das ist ein Forschungsthema. Aber witzigerweise hätte ich jetzt ja eher an sowas wie so ein Exoskelett oder sowas gedacht. Das macht mich stärker oder ich kann länger laufen oder so. Also eher aus so einer technischen Perspektive. Ja, du kommst aber aus einer ganz anderen. Genau, aber da geht's ja hin. Ecke. Also die Sache ist ja, wie gehen wir damit um, wenn in Zukunft wir unsere Sehkraft durch irgendwelche Techniken verbessern, wenn wir uns durch Medikamente pushen und dopen. Was passiert mit uns als Mensch in Zukunft? Und wie sieht dann zum Beispiel Bildung und Schule aus, wenn wir sagen, oh, ich könnte das lernen oder ich kann es auch einfach runterladen? Also was bedeutet das für diesen ganzen Bereich? Und da muss man einfach erstmal hindenken. Und das ist jemand, der sagt, wie sähe eigentlich unsere Zukunft aus, wenn wir uns jetzt in dieser Form hochpimpen, technologisch verbessern, medikamentös verbessern, wie wollen wir eigentlich sein? Und er geht sogar noch weiter und sagt, wenn wir das tun und uns in dieser Art und Weise reproduzieren, was passiert eigentlich mit uns als Menschheit? Also noch sind wir quasi, wir sind ja momentan eins, wir sind alle Menschen. Aber was ist, wenn wir uns so weit voneinander entfernen in der Entwicklung? Also das heißt, er versucht so ein bisschen in die Zukunft hineinzudenken. Das fängt schon damit an, dürfen Schüler in der Schule mit Google arbeiten oder nicht? Was ist es denn? Darf man oder darf man nicht? Was sagst du? Ist das eine Verbesserung des Menschen? Ich kann sehr schnell in kurzer Zeit Fakten ermitteln. Also wenn mich jetzt jemand fragt, wie hoch ist der Mount Everest, die erste Tätigkeit wäre, ich mache irgendeine Suchmaschine auf und gucke nach. Ja, aber da findest du Wissen, keine Bildung. Naja, klar, nur Fakten. Genau, na, Wissen findest du überall, Bildung ist interessant für mich. Das ist schwieriger, weil das bedeutet, also Bildung ist ja so ein alter Begriff und wenn du da den Humboldt nimmst, da geht es ja so ein bisschen darum, es gibt so ein Ideal, wie wir alle sein könnten und die Bildung, das ist der Weg, der uns sozusagen dahin bringt. Und das kannst du nicht lernen, das kann dir auch keiner verordnen, das kannst du nur selber machen, indem du irgendwas erlebst. Und das, was dich da fortbringt, das ist Bildung. Es gibt auch so ein kanonisches Wissen, also ich weiß, wer Faust geschrieben hat, das ist auch Bildung, aber das ist dieses Bildung, dieser Bildungsbegriff, der mit Wissen geprägt ist. Ich finde aber interessant, wie wir sozusagen zu uns werden. Diese Art von Bildung. Und das versuche ich ein bisschen auch in den Gesprächen, die ich mache. Jetzt habe ich ja gerade vorhin so ein bisschen hier auf den André bezogen gesagt, du bist kein Podcaster, sondern du hast andere Formate benutzt, um dich irgendwie in wahrnehmen zu lassen. Du bist aber ausdrücklich Podcasterin. Also du benutzt dieses Medium Audio, um darüber zu sprechen. Was ist für dich das die Stärke von Audio, von gesprochenen Worten? Ich glaube, die erzeugt Bindung. Wenn man was erklärt und man kann nichts dazu sehen, passiert ganz viel in den Köpfen der Menschen und das Wissen kommt sehr nah an dich heran. Du lässt dich da als Hörer und Hörerin sehr nah drauf ein und du erzeugst eigene Bilder und diese eigenen Bilder bleiben auch stärker und länger bei uns. Das ist ein ganz großes Potenzial von Audioinhalten, die du zu dir nimmst. Und das machst du ja beim Podcasten. Und durch dieses Serielle, da entsteht eine Bindung an eine Person. Also ich weiß, jeder, der schon ein bisschen länger Podcast hört, hat bestimmt auch schon mal mehrere Episoden hinten weggehört. So wie wir das eigentlich von Fernsehserien kennen. Das ist so ein Phänomen. Ich gehe auf irgendeine Plattform und höre mir so eine Fernsehserie weg. Und das kann bei Podcasts auch passieren, dass man erstmal so die ersten 10 Episoden am Stück mal weghört und dann so nach peu à peu weiter dran bleibt. Und das ist diese Bindung. Und die ist was, das kriegst du nicht so einfach. Das passiert teilweise, und ich glaube, darum ist YouTube momentan auch so erfolgreich, weil da auch Bindung passiert über das Abonnieren. Und das passiert anders als in anderen Medienformaten. Du trägst ein Abzeichen, das ich auch habe. Das ist das Abzeichen der Podcast-Patinnen. Ich bin eine Podcast-Patin, ehrenhalber. Das heißt, du gehörst zu einer Gruppe von Menschen, die versuchen, diese Idee des Podcastings auch an Nachwuchs oder andere Menschen, die sich auch dafür interessieren, weiterzugeben. Jetzt kann man sagen, ja, das ist alles so ein Hobbyprojekt und naja, macht ihr mal schön, aber du gehst noch eine Stufe weiter. Du hast es sogar auch an der Uni implementiert. Du hast also ein Seminar ins Leben gerufen, wo du tatsächlich Studierenden das Medium Podcast nahebringst. Welche Erfahrungen machst du dort? Das hört sich irgendwie so missionarisch an. Ich mache Podcast-Patin bei diesem Projekt mit, weil ich es erstmal wichtig finde, dass weniger Hürden da sind, wenn Leute sich für irgendwas interessieren. Und es sind oft ganz viele Hürden da, technisch oder man weiß nicht genau, wie man es machen soll oder man weiß nicht genau, was man sagen soll und man findet seine Stimme furchtbar. Also diese Hürden ein bisschen niedriger zu bekommen, das kriegt man ganz gut hin, wenn man Leute fragt, die schon podcasten. Das machen die Podcast-Patin. Und das an der Uni ist, das ist mein Job. Ich muss Seminare machen. Ich bin bei Intermedia, das ist ein Studiengang an der Universität zu Köln.
Und die studieren was mit Medien und das sind Podcasts. Ich glaube, das, was meine Studierenden befremdet, ist, dass wir uns keine Podcasts vom Radiosendern anhören, sondern diese merkwürdige freie Podcast-Community, die auch noch nicht so richtig verstehen, weil die gar nicht wissen, warum Leute podcasten, wenn die doch gar nicht gefunden werden. Und dazu gefunden werden, unter anderem dient ja diese Webseite. Tine, ganz herzlichen Dank. Bitte bleib auch du bei uns und misch dich noch in das Gespräch mit ein, was vielleicht noch kommt. Aber der Nikolas hat noch ein paar Fragen, beziehungsweise der Daniel. Ja, ich muss vorher muss ich noch schnell was sagen. Erstens, das Bier schmeckt sehr gut und zweitens, diese Kulturwissenschaft ist einem als Physiker ja völlig fremd. Und da ist für mich auch die Stärke von Podcasts, dass ich jetzt mal abgesehen von meinem Fachthema mich auch so rechts und links so ein bisschen weiterbilden kann. Weil als Physiker hat man so eine gewisse Grundarroganz, dass man glaubt, die Welt verstehen zu können. Aber wenn man da so im ersten Semester die Physikstudenten sich mal anguckt, dann sieht man, die stehen nicht so richtig im Leben. Und da ist es halt hilfreich, wenn man mal so in andere Wissenschaften reinguckt. Also von daher großer Fan. Okay, dann ein Stern wieder. Haben wir auch mal was Schwereres, Reinhard? Ein Übergang zwischen zwei Werten von der physikalischen Größe im atomaren Bereich. Und ja, im atomaren Bereich sind Größen oder nehmen Größen häufig diskrete Werte an. Also es gibt keinen Zwischenzustand sozusagen. Ich springe von einem energetischen Zustand zum nächsten. Dazwischen sind keine weiteren Zustände. Ne? Also und deswegen ist es halt ein Sprung zwischen zwei Zuständen. Ah. Ich glaub, jemand hört eure Sendung. Wer denn? Wer? Jemand. Die sich da so melden. Vielleicht. Ich frag mal hier den jungen Mann im grünen T-Shirt. Wie ist dein Name? Remscheid. Ja, ruhig auch Vornamen. Reinhold. Da ist er! Okay. Haben Sie auch irgendwas mit Podcast zu tun? Oder was hören Sie so für Podcast? Ich höre mir dieses methodisch inkorrekt gelegentlich mal an. Ich find diesen einen Dicken unerträglich. Nee, ja, ich auch, aber wir können uns vielleicht gleich mal unterhalten. Ist schön. Es ging hier um den sagenumwobenen Quantensprung. Ja, das kann ich, glaube ich, werten, oder? Wie? Ich bin mir nicht ganz sicher, wir gucken mal. Ah. Das wäre jetzt so ein Moment, wo wir wahrscheinlich den Rechtsanwalt von eben auf der Bühne noch haben müssen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das alles hier mit rechten Dingen zugeht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mir ist das auch ein Meter zum Meter. Ein Meter zum Meter. Ja, für mich war es lehrreich. Der Reinhard hört offensichtlich doch zu, wenn ich warte. Okay. So ein bisschen schwerer diesmal. Das war schon abartig. Also wenn man da so hockte und die Isa in Darmstadt, die feiern und hurra und toll und wir sind unten und man sitzt da so. Vielleicht, aber nie. Es dreht sich. Verdammt, das passt nicht. Also es war schon eher Plonk statt Pluff. Wo das nun wohl her ist, ja. Ich wusste. Das hat mich gestern schon mal einer gefragt. Ja, also zugegeben, dass beim Pluff lag ich wohl falsch. Ich sehe hier gar nichts. Du warst ja nicht, oder? Hi. Ja, ich glaube, es geht um Filie. Yes. Auch richtig. Richtig. Aber Philae ist doch nicht schwerer als Quantensprung. Ich werde doch hier gedisst. Kommt drauf an, wer das macht, wer die Einteilung macht. Hier war ja nur die Rede von ESA und irgendwie Klong statt Pluff. Das fand ich so Darmstadt. Schwierig. Es fiel das Wort Darmstadt, da war doch schon alles klar. Ja. Wir erklären natürlich auch besser. Wenige Schlüsselwörter reichen. Wenn Sie da jetzt freifallende Kugeln anordnen, kleine Punkte in einer Kugel formen und diese betrachten, dann werden Sie sehen, dass mit der Zeit eben die Massen, die näher zur Erde sind, die eine stärkere Anziehungskraft erfahren als die weiter weg. Das heißt, die unteren entfernen sich dann langsam von den oberen. Das zieht es auseinander quasi. Genau. Und genauso aber fallen die Kugeln praktisch auf den Erdmittelpunkt zu. Das heißt, die fallen auch nicht ganz parallel zueinander, sondern kommen näher zueinander. Das war auch wieder zu einfach, ne? Ja, kann man auch einfacher machen, haben wir mit Strumpfhosen gemacht.
Na, du hast auch schon Kaffee, ne? Nee? Okay. Fleißig. Ja. Gravitationswellen? Ja. Noch ein Applaus. Okay, jetzt wird es aber wirklich ein bisschen schwerer. Und zwar wird er in den drei Grundfarben, Farben Rot, Grün und Blau, aufgesetzt. Und zwar zeilenweise abwechselnd Grün-Rot und Blau-Grün. Die Photonen, deren Energie größer ist als die Bandlücke des Halbleiters, heben die Elektronen vom Valenzband ins Leitungsband. Es ging ja darum, dass bei Halbleitern es die Möglichkeit besteht, dass man zwischen den Valenzbändern in die Leitungsbänder übergeht und dort die Elektronen relativ frei fließen können. Und das ist jetzt auch entscheidend hier. Wie das Bildrauschen zum Aufnahmezeitraum, also wie viele Elektronen je nach Wärme in den Potentialtopf wandern, nur durch die Wärme. Und je wärmer das Ganze wird, umso mehr gibt es natürlich Übergangs vom Valenzband zum Leitungsband. Und das wird dann bei den restlichen Pixeln wieder herausgerechnet. Also ich fand's schwer. Ja, so Freunde, das ist Detlef Breitenbach, einer unserer, also ein Kumpel von uns. Der Podcast geht so 5-6 Stunden so. Nein, nicht nur so, aber da geht's auch schon zur Sache, da lernt man was. Okay, wer muss nichts mehr lernen, wer weiß das schon? Okay, du hast schon Kaffee, jetzt wird's eng. Das ist wie in der Schule, ne? Die vorne melden sich immer und hinten nicht. So, jetzt, aber ich sehe euch nur nicht, ne? Das ist wahrscheinlich auch wie in der Schule. Geht es um CCDs? Ja. Ich kann mich erinnern, ich war Gast in dieser Folge und ich habe nichts verstanden. Kein Wort. Ach. Später hat er dann für Lorenzo de' Medici so militärische Figuren und Bauten gebastelt, so damit quasi er simulieren kann, Schlachtfelder und so weiter. Und auch dort sind die einfach aufgegessen worden. Und das war ganz schlimm für Leonardo da Vinci. Okay. Ah. Ihr solltet euch was schämen. Der Elfjährige meldet sich wieder. Also ich glaube, das ist eine Geschichte der Süßigkeiten. Welche Minute? Ich habe Angst, er wüsste es. Also die Folge ist korrekt, ja? Ja, natürlich. Was glaubst du denn? Ja, also können wir noch konkreter werden oder? Kannst du noch? Also, ja, wir suchen ein Wort. Kannst du vielleicht, Daniel Messner ist übrigens der Mensch, der das verbrochen hat, der kann vielleicht noch Hinweise geben. Also wir suchen eine Süßigkeit, aus der dieses Schlachtfeld gebastelt wurde und das dann aufgegessen wurde. Schokolade. Nein, Schokolade ist falsch. Was? Marzipan. Ja, Marzipan ist richtig. Es ist mir eine ganz besondere Freude, dem Elfjährigen nochmal zwei Kaffee zu geben. Beim ersten Mal war es nur ein. Alles, was übrig bleibt, gebe ich ihm gleich auch. Okay. Ist schön. Ja, sind wir eigentlich auch. Kommen wir zum nächsten Gast, oder? Oh, wir können stellen noch zwei, wir den noch bloß, oder? Ja, das stimmt. Zwei, drei schon Fragen können wir. Wollen wir ihn schon noch bloßstellen, ja. Ach. So, jetzt haben Sie vorhin selbst gesagt, auch Ärzte müssen gucken, dass sie mit ihren Praxen gut über die Runde kommen. Und vielleicht wollen die nicht nur mit ihren Praxen über die Runde kommen, sondern die möchten vielleicht auch nochmal in den Urlaub fahren und vielleicht möchten die sogar weiter weg in den Urlaub fahren. Alles legitim. Wenn wir also unterstellen, dass Ärzte nicht nur Gutes tun wollen, sondern auch ein bisschen sich verhalten wie ein Homo economicus. Ja. Ja. Dann sagt die Theorie,
werden die möglicherweise ein paar mehr Leistungen erbringen, als vielleicht zwingend notwendig sind zur Behandlung dieser Diagnose. Okay, da würden wir Simon fragen. Den nächsten, das ist eine scheiß Idee. Also Leute auf die Bühne holen und erstmal bloßstellen, ist echt blöd. Da bist du. Ich bin hier, aber ich weiß es nicht. Ja, dann musst du trotzdem auf die Bühne, aber kriegst keinen Kaffee. Aber Martin, du kannst vielleicht ein bisschen noch erklären. Vielleicht kommt man dann drauf. Ja, ich habe in dieser Episode einen Dekan unserer über unserer Wirtschaftsfakultät seinerzeit interviewt und wir haben über wir haben über die Personen gesprochen, aber auch über die, was ist Ökonomie eigentlich? Ich konnte tatsächlich, da musste ich mich gar nicht verstellen, sagen, ich habe gar keine Ahnung, erzählen Sie doch mal. Und er hat dann wirklich so schön ausgeholt und ich habe mir dann einfach auch mal erlaubt, die Frage zu stellen, ja, was ist denn so eine Arztpraxis eigentlich? Also ist das jetzt ein edler Mensch, der versucht, Kranken zu helfen oder ist das ein Geschäftsmann? Und er hat mir dann versucht zu erklären, ja, jede Arztpraxis ist nichts anderes als eine kleine Firma. Da gibt es einen Inhaber und der hat Angestellte und da muss auch erstmal der Rubel rollen. Und das nennt sich dann Gesundheitsökonomie, wenn man so will. Richtig. Danke. Kriegt jetzt dann Martin den Kaffee? Ah ja. Oh nein, wie schön. Den guten auch noch. Die Krönung. Oh, ein Aufkleber. So, wir haben den Simon Dückert auf der Bühne. Und im Gegensatz zu den restlichen, die hier sitzen, steht bei dir jetzt nicht unbedingt eine Universität sozusagen im Vordergrund. André, du bist bist Ostwestfalen, du hast aber studiert in wo? Was hast du gemacht? Ich habe in Bielefeld studiert. Das gibt's doch gar nicht. Ja, und in Berlin. In Berlin, ja, okay. Ja. Du bist Physiker, aber du hast jetzt promoviert in Biochemie. Wie kommt denn das eigentlich? Ich bin dahin gegangen, wo es Geld gab, um ein Mikroskop zu bauen. Und das war in diesem Fall Biochemie. Also, okay. Ist also auch so ein bisschen was Ähnliches wie Gesundheitsökonomie. Und jetzt bist du in, was hast du gesagt? In Berlin. In Berlin, Entschuldigung. Ich sollte mal zuhören. Das schadet auch nicht. Tine, bei dir habe ich unterschiedliche Angaben gefunden. Uni Darmstadt oder Uni Köln? Was ist jetzt gerade aktuell? Uni Köln. Ich war die letzten 3 Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Darmstadt und bin jetzt an der Universität zu Köln. Gut. Und der Simon, der hat seine eigene Akademie. Was hast du da gemacht? Ja, ich habe eine Akademie für das Thema Wissensmanagement, komme aber auch von der Uni ursprünglich, ja, klar. FAU in Erlangen, bin Elektrotechniker von der Ausbildung und war danach im Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltungen, wo ja MP3 herkommt und da kommt auch so ein bisschen mein Podcast-Bezug her, aus der Audiokodierung. Genau, und wir beschäftigen uns halt damit, das Thema Podcasting in Unternehmen reinzubringen. Also wenn man mal so anschaut, wie viel Budget mittlerweile in Forschung und Entwicklung in Organisationen, in das Forschungssystem sozusagen fließt, wird da auch sehr viel Wissen produziert. Das sind sehr viele Mitarbeiter, die wenig Zeit haben, Paper zu schreiben, Vorträge zu halten, Science Slams zu machen. Das heißt, da bleibt ganz viel in den Köpfen der Leute sozusagen. Wenn die dann in Ruhestand gehen, die Firma wechseln, ist das Wissen für die Leute weg. Gleichzeitig ist so Videoproduktion in Unternehmen oft den Unternehmenskommunikationen vorbehalten und da stößt Podcasting, finde ich, eine recht schöne Lücke, weil es für die Leute einfach zu produzieren ist und gleichzeitig auch vom Equipment, was man so braucht, übersichtlich ist und ich glaube, das hat eine Zukunft dort. Mhm. Wer auf die Webseite guckt, wisspod.de oder wissenschaftspodcast.de, der wird sehen, dass Wissenschaft, also dieses Wort wird oft mit geschweiften Klammern geschrieben, also das Schaft wird in Klammern gesetzt, weil es eben eine es gibt zwei Ebenen. Einmal die Wissenschaft und einmal den Wissensbetrieb. Und Simon, du hast fokussiert, du nennst dich selber Wissensarbeiter, was eigentlich so ein bisschen Widerspruch in sich ist. Denn Wissen, das ist sowas Akademisches, ja, eher so, man macht sich die Hände nicht schmutzig, aber der Arbeiter, da denkt man an den Blaumann, an die Werkbank und so weiter. Also irgendwo reibt sich da so ein bisschen was. Warum nimmst du dieses Wort? Ja, nicht ich nenne das so, sondern das hat Peter Drucker, glaube ich, schon Ende der 60er Jahre so genannt. Und zwar ist die grundsätzliche Entwicklung die, dass so 1910 ungefähr mit dem Scientific Management eine Art des Managements von Organisationen aufgekommen ist, wo man sagt, man muss eigentlich Wissenschaft auf das Management von Organisationen anwenden. Und damals hat man aber noch gesagt, man trennt so Hand- und Kopfarbeit. Also es gibt die Leute, die man heute vielleicht die Manager nennt, das sind die oben, die wissen, was zu tun ist. Und dann gibt es die ganzen Arbeiter, die führen das aus. Das ist sehr schön persifliert in dem Film Moderne Zeiten, Charlie Chaplin, wer den mal angucken mag, ist auf YouTube. So, was jetzt eigentlich im Laufe des letzten Jahrhunderts passiert ist, ist, dass das relevante Wissen in dem Organigramm immer weiter nach unten gefallen ist, bis zu einem Punkt, wo man sagt, mein direkter Chef weiß über meine Aufgabe schon nicht mehr als ich.
Ja, das heißt, der kann mich eigentlich nur noch unterstützen, kann mir Barrieren aus dem Weg räumen, aber der kann mir nicht mehr sagen, mach es so und so. Und somit muss sozusagen jeder Arbeiter, wenn du so willst, sozusagen auch sein eigener Wissensmanager werden, ne, der eben im Blick hat, wenn ich heute noch Verbrennungsmotoren mache, morgen Elektromotoren, was muss ich da dazulernen? Ne? Was muss ich da, wie muss ich mich selber weiterentwickeln? Und da ist natürlich die Auswahl der Podcasts oder auch das eigene Wissen über Podcasts weiterzugeben, eins der Instrumente, die man da anbieten kann. Welche Erfahrungen machst du? Also ich hatte gerade die Frage gestellt, schadet Podcasting nicht der wissenschaftlichen Karriere? André hat das relativ resolut beantwortet. Ich mache meinen Weg trotzdem, egal. Bei Tine ist es sogar so, dass man ihr erlaubt hat, in Anführungszeichen ein Seminar zu machen. Ich weiß nicht, musst du das irgendwie genehmigen lassen oder ist das sowieso deiner freien Entscheidung unterworfen? Naja, ich mache das in der Medienpädagogik. Es wäre schon irgendwie widersinnig, wenn ich darin nicht über Medienformate... Aber du bist die Erste, die Podcast macht, Seminare anbietet, oder? Ach nein, es gibt auch andere, die mal Seminare... Also das würde mich doch sehr, sehr wundern. Also das erste Mal, dass ich so bewusst davon wahrgenommen habe. Vielleicht liegt es aber auch an meiner Wahrnehmung. Aber was ist denn so in dieser, wenn man jetzt von dieser akademischen Welt so ein kleines bisschen weggeht in diese, sagen wir mal, in die Industrie gedacht oder wo immer du dein Feld siehst, wie wird das wahrgenommen? Wie wird das aufgenommen? Ja, ich würde sagen, Podcasting gar nicht so sehr anders als jetzt Blogging oder Wikis. Das Hauptproblem, was ich im Moment noch sehe, ist, dass dafür einfach keine Zeit und keine Ressource da ist. Als Wikis in Organisationen kamen, 2003, 2004, sowas, da gab es Mitarbeiter, die haben das enthusiastisch aufgenommen, haben da sehr viel dokumentiert und auf einmal kriegen die von ihrem Chef zu hören, was schreibst du da so viel im Wiki rum, hast du nichts zu arbeiten. Und ich denke, so ähnlich ist das mit Podcasting auch, wenn jetzt jemand anfängt, sozusagen Podcasts zu produzieren, sagen wir mal, der ist in einer Unternehmung, die schon sowas internes YouTube und internes WordPress hat, ist es, glaube ich, viel mehr ein kulturelles Problem. Wer darf zu einem Wissensgebiet was sagen? Gibt es da Autoritäten? Wie viel Zeit kann ich da rein investieren, neben meiner normalen Arbeit, wenn man so will, als dass es ein technisches Problem ist? Also ich finde, bei den Leuten, mit denen man drüber spricht, der erste Reflex ist immer, Mensch, was willst du da mit deinem Audio? Wir haben doch schon Video. So, und dann zählt man mal so ein bisschen die Vorteile auf. Du pendelst doch irgendwie früh von München irgendwie eine halbe Stunde jeden Tag, da kannst du das hören. Wenn du es selber machst, ist es viel einfacher zu produzieren, du brauchst nicht so viel Ausrüstung. Das dauert 5 bis 10 Minuten, bis den Leuten dann klar ist, dass das eigentlich, dass das Audio neben Video nicht minderwertig ist, sondern einfach ein ganz anderes Medium, was genau sein Einsatzfeld hat. Und dann wird es durchaus auch sehr enthusiastisch aufgenommen, sowohl was das Hören angeht, als auch was so langsam den Übergang, dass die Leute, die dann hören, eben auch mal anfangen, was zu produzieren. André, hörst du auch Podcasts? Oh ja, leidenschaftlich gerne. Aha. Wo, bei welcher Gelegenheit? Also ganz genau, wie es gerade gesagt wurde, immer wenn ich in der Bahn sitze oder irgendwie irgendwo hinfahre, pendel, Berlin ist groß, da hat man sehr viel Gelegenheit dafür oder wenn man irgendwo anders hin unterwegs ist, aber auch einfach mal, wenn man den Kopf freikriegen muss und durch den Park geht, ist eine nette Stimme, wie ich hier oben und da unten auch schon sitzen habe, sehen, ein wirklich netter Begleiter. Hörst du denn sowas wie methodisch inkorrekt oder möchtest du eher Angebote nutzen, wo du was lernen kannst? Ich höre auch methodisch inkorrekt, größtenteils deswegen, damit ich sie verbessern kann. Das habe ich heute schon mal gehört. Einer meiner liebsten Podcasts, die pausieren zurzeit, das sind die Zeitgenossen. Aus dem schönen Ostwestfalen, die über die neue Soziologie der Zeit gesprochen haben. Ja. Und die haben mir richtig Lebenshilfe gegeben. Ich habe den angefangen zu hören und dachte, scheiße, wie sollst du jemals seine Doktorarbeit fertig kriegen? Und dann, so blöd es klingt, ich habe dann stundenlang diesen Podcast gehört und es hat geholfen dabei, meinen Tag vernünftig einzuteilen und anders über meine Einteilung des Lebens nachzudenken und so bin ich am Ende fertig geworden. Dankeschön. Falls Sie das hier hören, danke für euren Podcast und jeder, der den noch nicht kennt, sollte mal reinhören. Wow, das ist eine schöne Empfehlung. Hast du auch schon mal... Ja, bitte. Dina, sowas, das Podcast, der das Leben erleichtert hat oder geholfen hat, hast du schon mal erlebt? Also hören natürlich. Oder auch machen. Wir vielleicht auch machen. Kann ja auch sein. Ich höre auf jeden Fall Podcasts auch beim Pendeln. Und ich finde, das ist das Potenzial vom Podcast, dass das das Leben tatsächlich besser machen kann, weil man einfach ganz, also es sind ja Menschen, die sprechen und wir kriegen authentische Erfahrungen geliefert. Und man lernt ganz viel von anderen Menschen. Und wir hören andere Menschen als im Radio. Also wir hören Leute, die
Einschränkungen, körperliche Einschränkungen haben. Es gibt Leute, die sind transident, also haben andere Geschlechtserfahrungen gemacht. Und das sind Dinge, die ich normalerweise im Smalltalk bei mir, im Café oder sonst wo, nicht einfach so höre. Und ich kann total viel davon lernen, wenn mir Menschen sagen, wie sie leben. Also wenn jemand blind ist, mir erzählt, wie die Welt ist, wie sich das anfühlt, blind zu sein, dann lerne ich total viel von dem. Und das ist so ein Geschenk. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, ja. Daniel, wie ist es mit dir? Was hast du als Hörerperspektive oder als Lebenshilfeperspektive mit Podcasts schon erlebt? Also für mich ist es ganz wichtig für die Wege, die ich so zurücklege. Und für mich ist es, gibt es kaum was Entspannenderes, als mit einem Podcast irgendwie durch die Straßen zu laufen und mich so berieseln zu lassen und was dabei zu lernen. Und als Macher, aus der Macherperspektive, es gibt ja so auch die Beschreibung, dass Leute sagen, das ist für mich so ein Türöffner. Also als Produzent komme ich auch in Bereiche rein, wo ich neugierig bin. Die Türen sind mir normalerweise verschlossen, aber dadurch öffnen sie sich dann. Hast du sowas auch schon mal erlebt? Naja, also ich habe ja Podcasten angefangen, um zu netzwerken. Das heißt, ich habe an der Uni einen Podcast gemacht, um Leute kennenzulernen, habe ich den Podcast gemacht und habe dadurch einen Grund gehabt, sie anzuschreiben, mich mit ihnen zu treffen. Und ich habe dadurch Leute kennengelernt, mit denen ich sonst nie in Kontakt gekommen wäre. Das heißt, da war der Podcast zum Netzwerken, ist für mich mit eines der wichtigsten Punkte. Auch die Community hier, dieses Netzwerk, das entstanden ist, einfach großartig. Simon, wie erlebst du die Community? Was gibt dir das? Ja, super. Also gerade, weil man ja jetzt kein Radiomacher ist, einfach diesen Austausch, wie machst du das, wie sehen deine Workflows aus, auch auf Ideen kommen, wie produzieren andere, wie gehen die Gespräche an. Also ich glaube, das Lernen voneinander ist da ganz intensiv, auch weil alle sehr offen sind in der Community. Ja, wenn jetzt die Kabel lang genug sind, dann würde ich euch bitten aufzustehen, weil ich nämlich zuletzt die Frage an den Nikolas richten möchte, was Podcast für ihn bedeutet und ob es für ihn eher Lust oder Last ist. Und warum müssen wir nur, dafür aufstehen? Nur Last, ich finde Podcast doof, außer meinen eigenen. Nein. Nein, also wir sind schon drüber mit der Zeit. Also. Na, komm. Also schüttel uns dein Herz aus. Na, ich habe ja schon viel gesagt. Also ich höre vor allem Podcasts, die aus Themen, wo ich mich selber nicht so auskenne. Also das wäre jetzt sehr unfair, einzelne zu nennen. Ich höre ständig Podcasts im Auto. Also du hast ja gerade eindrucksvoll bewiesen, dass die Auseinandersetzung mit deinem Co-Moderator nicht immer so einfach ist. Warum nimmst du diese Bürde trotzdem auf dich? Um die Menschheit mit Wissen um das Wissen zu mehren. Es ist nicht immer leicht. Ich merke schon, du ringst mit den Worten. Also dann hören wir auch lieber auf, bevor es jetzt hier noch sehr, sehr sentimental wird. Ja, ich bitte, möchtest du noch was? Nee, wir könnten entweder mit einem letzten ganz, ganz schweren Rätsel abschließen oder... Guck kurz in die entsetzten Augen da und dann feuer dein letztes Ding ab. Der ging in Richtung Regie. Und während dann gerade seine Präsentation durchscrollt, das sind die merkwürdigen Geräusche, die man im Hintergrund konnte man hört, sucht er nach dem einen schweren Rätsel, das wir dann gemeinsam beantworten. Klappt dann die Kiemendeckel, die sind rechts und links vom Mund sozusagen zu, dass da kein Wasser rausgeht und macht gleichzeitig den Unterkiefer nach oben. Und dadurch entsteht ein Wasserstrahl. Und dieser Wasserstrahl, der kann ganz ordentlich wehtun, der hat ordentlich Wumm. Und der hat auch noch eine Besonderheit. Und zwar, wenn ich normalerweise einen Wasserstrahl erzeuge oder irgendwas werfe oder schmeiße, ist egal, dann folgt das einer ballistischen Flugbahn, also einer Parabel. Das fand ich schwer. Sollten wir das einfach unbeantwortet lassen und Nein, sagen... Nein, das machen wir nicht. Der Macher sitzt übrigens da. Genau, da sitzt der Adrian Weninger, AWC-Oholics. Ein Teil, 50% geht davon. Geht das um den Schützenfisch? Ah, zu leicht. Sehr gut, dann kriegst du gleich noch Kaffee. Genau. Okay, damit beenden wir unsere kleine Expedition. Wissenschaftspodcast ist ein Reiseführer, haben wir es mal genannt, Reiseführer in die Welt des wissenschaftlichen Hörens oder des Wissenshörens. Wir hoffen, wir haben einen kleinen Einblick geben können, was man da mitbekommen kann. Und falls Interesse geweckt worden ist, wir würden uns sehr freuen, wenn wir mit dieser kleinen Seite dann auch ein bisschen Verbreitung finden würden. Vielen Dank fürs Zuhören, das war's für heute. Es bedanken sich Nikolas Wöhr, Daniel Mesner, Martin Rützler und natürlich unsere drei wunderbaren Gäste. Vielen herzlichen Dank.